Ja, hi, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe auf Check That Snack und heute testen wir von gut und günstig Knabberfarben für groß und klein, ohne Geschmacksverstärker von Edeka. Schaut euch das mal an, das sind Farbentiere, ist das nicht cool? Und zwar lustiger Knabberspaß. Mit den fröhlichen Tieren unserer Knabberfarm macht das Knuspern doppelt Spaß. Leckerer Kartoffelteig, leicht gesalzen und extra crunchy gebacken, lädt zum Snacken und Spielen ein. Das ultimative Knuspervergnügen für kleine und große Knabberfans. Hier haben wir dann auch die Zutaten und die Nährwertangaben. Und dann möchten wir auch diese Tiere uns einmal anschauen. So, dann schütten wir diese Tiere einfach mal hier drauf. Oh, guckt euch das mal an. Ja, das sieht ja sehr interessant aus. So, legen wir das mal daneben. Schaut mal, das ist eine, was soll das eigentlich sein? Ich glaube, das soll eine Katze sein. Eine sehr wellige Katze. Dann ein Känguru oder ein Hase. Eine erneut sehr wellige Katze. Was ist das denn? Das ist ein Schaf, nehme ich mal an. Was haben wir denn da noch? Eine Ente. Oder ein Huhn? Eine Ente? Nein, es ist eine Ente. Ein welliger Hase. Ein Schaf. Haben wir... Oh nein, ist das ein Schaf oder ein Schwein? Ich glaube, es ist ein Schwein. Ein Schaf. Eine sehr gute Frage, was das jetzt ist. Oh nein. So, das hier soll ein Schaf sein. Ja, jetzt bin ich auf der Suche nach einem Schwein. Was ist das denn? Was ist das? Das ist... Naja, egal. Das hier könnte ein Schwein sein, oder? Das könnte ein Schwein sein. Ich glaube, das ist ein Schwein. Und das ist ein Schaf. Genau, so muss das sein. Ein Schaf und ein Schwein. Oink, 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 so. Und jetzt spielen wir damit, weil man soll ja auch, das stand ja da hinten drauf, dass das zum Snacken und Spielen einlädt. Also, oink, oink, miau, miau, oink, oink, miau. Ja. Quack, quack, quack. So, und jetzt probieren wir das Ganze einmal. Ja, wo fange ich jetzt an? Also, die Tiere... Schaut euch mal die Tiere bitte auf der Packung an. Der Hase zum Beispiel. Wir haben keinen Hasen in dieser Packung, der nicht total wellig ist. Ich könnte jetzt anfangen, hier diese Hasen rauszusuchen. Das sind alles Katzen. Was ist denn das? Ja, also diese Tiere sind alle sehr wellig. Manchmal kaum zu erkennen und das macht dann doch auch nicht wirklich Spaß, damit zu spielen. Also die Tiere sind nicht so wie auf der Packung, sondern verdammt wellig. Zum Beispiel diese Ente. Eine sehr wellige Ente. Okay, und vom Geschmack her, hinten drauf steht leicht gesalzen. Ja, so schmeckt es auch. Sehr, sehr leicht gesalzen, also quasi nach nichts. Und aus dem Grund... bekommt dieses Produkt jetzt auch nur die neutrale Bewertung. Es taugt nicht wirklich zum Spielen und vom Geschmack her auch eher mittelmäßig. Naja, das soll es gewesen sein zu diesem Produkt. Bis zum nächsten Mal und ciao.